Moin und herzlich willkommen zurück zum Fußball Manager 14 mit dem MTV Gießen und mit der portugiesischen Nationalmannschaft und heute zum letzten Bundesligaspieltag vor der Winterpause. Aber nicht zum letzten Spiel des Jahres, denn wir haben danach noch was Interessantes im Programm und zwar die FIFA Club WM. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Aber vorher haben wir eben noch, wie gesagt, ein Bundesligaspiel. Auswärts in Hamburg gegen den HSV. Und der HSV ist im Gegensatz zur Realität, nicht zu unterschätzen hier in der Bundesliga. Also die sind ordentlich dabei, auch wenn die Stärke eher Mittelfeld mittelmäßig ist, sagen wir so. Aber sie sind dicht hinter uns, sagen wir mal so. Wir haben jetzt neulich gegen den anderen HSV gespielt, aus Hannover. Und das hatte ich persönlich jetzt als wichtiges Spiel bewertet und habe deswegen eine Siegesprämie ausgeschrieben. Und das könnte man gegen Hamburg eigentlich auch machen, weil so groß ist der Abstand nicht. Wenn wir mal eine schlechte Phase haben, dann sind die auf einmal dicht an uns dran. Ich meine, wir haben wieder ein bisschen Geld auf dem Konto. Warum das nicht für eine Siegprämie nutzen? Ich denke mal, das kann man sich erlauben. Im Moment noch. Schauen wir mal. Also wir haben ja noch, das ist ja nicht alles Geld, was wir haben. Wir haben ja noch ordentlich was in den Anlagen drin. Wenn man hier sieht. Hier. Und es wird in der Tendenz auch immer mehr. 10% Gewinn schon. Weil die in der Tendenz immer weiter steigen. Das heißt, wenn wir nicht so viel davon brauchen, wird das auch immer mehr. Aber ja, so viel dazu. Dann würde ich mal sagen, wir spielen heute nach Frische, weil wir müssen ja auch frisch sein für die Club-WM, die danach kommt. Und dann ansonsten würde ich sagen, geht's los mit dem eigentlichen Spiel. Auf geht's. Das steht für mich außer Frage, dass wir heute ein 3D-Spiel nehmen. Wir spielen in... Das hat wieder sowas, ne, wie das DFB-Pokalfinale neulich zwischen Bayern und Leipzig, wo die einen in Rot-Weiß und die einen in Weiß-Rot gespielt haben. Ich war kein großer Freund von der Trikotwahl. Ich nehme lieber das Auswärtstrikot vor uns heute. Und dann würde ich sagen, ja, Tabellenführer müssen wir da erstmal schaffen. Wir sind zwar nur ein Punkt hinter den Bayern, aber dafür müssen die erstmal patzen, dass wir da rankommen können. Wir holen mindestens ein Unentschieden. So, auf geht's. Ich bin gespannt. Und ich glaube, ich vermute, das Bild könnte von einem Heißluftballon ausgemacht worden sein. Da hinten ist so ein Schatten. Sieht irgendwie so aus, oder? Hier. Weiß ich nicht. Ist das ein Heißluftballon? Was der hier sein könnte, von dem das Bild ausgemacht wurde? Keine Ahnung, ist nur gerade so eine Vermutung von mir. Egal, ist auch nicht so wichtig. Ist mir so gerade so aufgefallen. Boah. Der Hamburger SV war bereits 6-mal Meister. Ja. Wir sind da auch irgendwann bestimmt dran. Wenn das so weitergeht. Schauen wir mal. Gut. Also, da sind die Hamburger. Man hört sie auch im Hintergrund. Und da sind wir. HSV, HSV. So, und dann würde ich sagen, erhöhen wir mal die Geschwindigkeit im Mittelfeld. Ach ja. Also ich muss sagen, ich kann es kaum erwarten, dass die mal endlich wieder in die Bundesliga kommen. Aber macht uns hier nicht das Leben zur Hölle. Also, ja, ich spreche gerade von der Realität. Und auch ein bisschen vom Spiel gerade. Dass die uns jetzt nicht so gefährlich werden sollen. Denn wir würden schon ganz gerne die Punkte mitnehmen. So, schön. War vor kurzem noch verletzt, aber ist wieder fit. Wieder gut gemacht, jawohl. Und jetzt schön Angriff einleiten. Ah, schade. Warum bist du da nicht hinterhergerannt? Ah, okay, wir haben den Ball immer noch. Alles gut. Das könnte was werden. Ah, schade. Jetzt vielleicht nochmal. Schade, ich habe das Gefühl, Peindinger gar nicht versucht, sich den Ball noch zu schnappen. Ja, das sieht gut aus. Ah, schade. Weiß nicht, ob er den nicht noch hätte an Klopp weitergeben können. Das vielleicht zu mehr Erfolg geführt hätte. Aber naja, gut.
Solange wir eine Chance nach der anderen kriegen, bin ich zufrieden. Dann wird es doch irgendwann klappen müssen. So, hier ist vielleicht die nächste. Oh, schade. Interessant, dass die Fans so rot sind in Hamburg. Das irritiert mich etwas. Und doch die Rothosen, nicht die Rothemden. Naja. Vielleicht haben sich da einfach genug Leute von uns mit untergemischt. Ach, wieder schön gemacht, jawohl. Ach, Ball ist schon wieder weg. Aber das war Abseits. Haha. Das erste Abseits in diesem Spiel. Auch wenn ich es nicht wirklich beurteilen kann, weil im entscheidenden Moment haben wir es gar nicht gesehen, wie es da vorne aussah. Aber na gut. Und es gibt eine Karte für Alexander Stojlikovic oder so. So, bei den Bayern steht es wohl auch noch unentschieden gerade. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Ah, schade. Und der nächste. Jawohl. Sieht gut aus. Ja, und? Ach, schade. Ich glaube, die schießen wieder ein bisschen früh. Mal wieder, wie wir sie kennen. Machen sie ja gerne. Oh, wieder schön gemacht. Jawohl. So, nächster Versuch. Auf geht's, jetzt aber. Ach, schade. Die Schüsse sehen alle so gleich aus. Immer von außerhalb des 16ers und dann landet er direkt beim Torhüter, der sich gar nicht wirklich strecken muss. Aber jetzt vielleicht schon wieder. Das ist wieder so. Die Schüsse sind alle gleich. Als würden sie ihre Lektion nicht lernen. Versucht doch mal ein bisschen näher ranzugehen, wenn ihr es aus der Entfernung nicht hinkriegt. Oh, Vorteil, okay. Oder auch nicht. Jetzt rennt er ins Aus einfach. So, gelb für Sascha Stjelar oder so. Und Freistoß durch Peto. Der gibt eine Ecke, genau. Der ist in der Mauer hängen geblieben, das hat man gehört. Schade. Jetzt ist die Gefahr eines Konters da, wenn die schnell genug sind. Aber sie lassen ein bisschen Tempo liegen. Und jetzt ist der Ball schon wieder weg und wieder bei uns. Und was war das? Weiß ich jetzt nicht. So wirklich gefährlich war der jetzt auch wieder nicht. Geht doch mal ein bisschen näher ran. Ich habe euch doch schon gesagt, ihr sollt eigentlich keine Fanschüsse machen. Was soll ich denn noch? Oh, gut. Aber jetzt wird es wieder gefährlich. Oh, das war nicht gut. Jetzt wird es wirklich gefährlich. Ja. Und dann passiert sowas. Die kriegen das ganze Spiel keine Chance, weißt du? Wir haben einen Torschuss nach dem anderen. Die kriegen vielleicht einen und er ist drin. Das darf doch nicht wahr sein. Warum haben wir eigentlich nur zwei Torschüsse? Das waren doch viel mehr. Hä? Wir hatten noch viel mehr Torschüsse. Aber guckt man sich mal diese Schussstatistik an. 2 zu 9, 1 zu 2 und am Ende steht es 1 zu 0. Also, was heißt am Ende? Am Ende der ersten Halbzeit, aber trotzdem. Ist gemein. Mano. Ja, weiß ich nicht. Wechsel bringen jetzt auch nichts, zumindest nicht aus frischer Perspektive. Das darf nicht wahr sein, kommt schon. Ich will jetzt nicht zu viel setzen, aber... Was ist da los? Wir können doch jetzt nicht einfach Punkte liegen lassen. Das ist wichtig, Leute. Das ist wichtig.
So. Ihre Spieler glauben fest daran, dass sie das Spiel auch herumdrehen können. Ich meine, gut, wir sind dominant, ja. Wir haben das eigentlich fest in der Hand. Aber nur schießen wir keine Tore. Und die kriegen eine Chance und machen es direkt rein. So, das gibt eine Ecke. Und die Bayern führen jetzt auch wieder. Ah, schade. Ich habe gehofft, da kommt jemand von uns dran. Und das war abseits. Krass. Verrückt. Haben die da... Moment, habe ich das richtig gesehen? Die haben einen Spieler namens Samsa. Ist ja cool. Ach nee, Sama. Schade, ich habe mich verlesen. Samsa wäre cool. Sorry. Leute, Leute, was geht? So. Na. Ja. Langsam werde ich wieder nervös. Liegen wir schon hinten? Jetzt muss doch auch mal klappen, ja? Kein Abseits, gut und. Ah, vorbei. Verdammt. Oh, das Stadion sieht aber nicht so schön aus. Das war irgendwie asymmetrisch, mit dem Dach irgendwie so komisch versetzt. Bäh. Naja, gut. Na, immerhin hält er jetzt die Bälle. Na, jetzt haben wir weniger Chancen, habe ich den Eindruck. Oh. Ja, genau, wollte gerade sagen. Das war ein Foul. So, das gibt gelbe Karte für Steven Sama oder so. Nicht Gregor Samsa. So, da kommt wohl ein Teska rein. Stefan Teska für Tim Thüringer. Oh je. Ist überhaupt nicht gefährlich. Mal schauen, ob wir hier irgendjemanden reinbringen können, der das Ganze... Wer sind denn die müdesten gerade? So, irgendwie hilft mir das gar nicht weiter. Ich wünschte, ich könnte nur die Startelf, also die Startelf, ja, die ist ja immer noch die Startelf, nur die Elf halt auf den Platz sortieren. So. Und. Ja, du kommst noch rein. Und du kommst rein. Dann haben wir die müdesten nochmal aussortiert. Ich hoffe, die können was reißen. Jetzt bräuchten wir nur eine Spielunterbrechung. Oder ein Tor. Das Tor ist auch eine Spielunterbrechung. Na gut, das ist auch eine. So, jetzt haben wir unser 3 Wechsel getätigt. Die haben jetzt noch 20 Minuten, um was zu reißen. Müsste eigentlich im Großen und Ganzen eine Aufwertung der Mannschaft gewesen sein. Ich glaube, das war es auf voller Linie. Also sind, glaube ich, alle Einwechselspiele sind, glaube ich, besser als die, die vorher auf dem Platz standen. Jetzt hoffen wir mal, dass das auch ausreicht. Oh, Leute. Okay, er fängt ihn immerhin ohne Probleme. Jetzt brauchen wir noch 2 Tore. Und das Spiel dauert nicht mehr so lange. Ach, okay. Ball ist da. Gut, gut. Jetzt haben wir relativ frische Spieler da vorne. Reißt was. Jawohl. Ball ist da. Okay, jetzt müssen wir nur wieder in die Mitte bringen. Ja, das sieht gut aus. Jawohl, der Ausgleich. Durch Malte Waliszewski. Sehr schön. So, dann haben wir hier Moritz Wagner für Björn Jopek. Und die nächste Chance für den HSV. Und, ach, okay, Weber hat ihn. Jetzt genau, nächste Chance, auf geht's, jetzt durchstarten.
Durchstarten. Jawohl, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Und nicht gefährlich aufs Tor gebracht. So, nächste Chance. Auf geht's. Klopp, ja. Ja, sieht gut aus. Ah, schon wieder. Das sah genauso aus wie das davor auch. Hohoho. Hilfe. Läuft die Zeit davon. Wir brauchen jetzt noch schnell was. Ja. Ach, Mann. Das ärgert mich. Nee, Leute. Ah. Hilfe. So, jetzt haben wir langsam Nachspielzeit. Felix Paslak für... scheint ein chinesischer Name zu sein. Jilgin Lam oder so. Keine Ahnung. Wagner. Ja gut, das ist ein schöner Querpass gewesen. Finde ich gut. Jetzt haben wir nämlich wieder den Ball, aber man hat so viel Zeit davon. Das läuft auf dem Unentschieden heraus. Ja. Schade. Das hätte heute mehr sein müssen. Naja, immerhin mussten wir keine Siegesprämie zahlen. Hahaha, schön. Aber naja. Ich bin enttäuscht, muss ich sagen. Vor allem, wenn man sich mal die Schussstatistik anguckt. 15 zu 7 Schüsse, 3 zu 1 Torschüsse und am Ende nur ein 1 zu 1. Mit Ach und Krach. Das hätten wir fast noch verloren. Jetzt möchte ich aber gerade mal schauen, ob dieser Lamm wirklich aus China kommt oder ob das nur so vorkam. Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Ja. Ach krass. Der ist schon seit Ewigkeiten beim Hamburger SV. Interessant. Ist mir gar nicht bekannt gewesen. Bis dahin. Vielleicht bin ich doof. So. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir weitermachen. Mit dem, was wir jetzt haben, sozusagen. Was sagt denn die Spieltagsstatistik? Wir haben Furtmeier in der Mannschaft des Tages, das ist schön für ihn. Wir sind die zweitbeste Mannschaft des Tages? Okay, das überrascht mich. So, bei der Torschützenliste hat sich nichts geändert hier im vorderen Bereich. Immer noch teilen wir uns den ersten Platz mit zwei anderen. Wir sind immer noch die fairste Mannschaft. Was schön ist. Und, jo, weiter geht's. So, das ist, ja genau, die Hinrunde ist jetzt zu Ende. Das stimmt wohl. Das heißt, die Bayern sind jetzt Herbstmeister geworden. Und, das heißt, dass wir so ein bisschen hinter unseren Erwartungen zumindest zurückhängen, weil wir würden ja schon ganz gerne zum Ende der Saison wieder auf Platz 1 stehen. Wir haben jetzt zweimal in Folge gewonnen und das soll ja, wenn es geht, auch so, ne, bleiben. Naja gut, jetzt war es einmal so, wenn wir mal schauen, wir waren einmal Herbstmeister, dann ist Bayern Meister geworden. Wir waren einmal nicht Herbstmeister, dann sind wir aber Meister geworden. Einmal waren wir beiden Serien dominant und jetzt sind wir wieder ein bisschen hinter unserer Erwartung zurück und hoffen wir, dass wir es in der Rückrunde irgendwie hinkriegen. Okay, die FIFA Club WM, das Halbfinale ist gelost worden, das steht ja auch jetzt kurz bevor. Pohlmann erreicht eine neue Erfahrungsstufe, das ist schön für ihn, damit hat er nochmal einen Punkt gewonnen, das macht ihn nochmal ein Stückchen besser. Schön, hat er 172, da wird er vielleicht bald sogar eine Alternative, wenn ich mich so umschaue. Moment, 72 hat er, was ist denn McGee? Auch eine 72, wisst ihr was? Können wir doch gleich den Pohlmann hochholen für McGee. Moment mal. Spricht doch eigentlich alles dafür jetzt gerade, oder? Ich wüsste nicht, wen wir denn sonst noch hätten. Machen wir jetzt mal. Wir holen jetzt Pohlmann in die erste Mannschaft. Jo, machen wir. Pohlmann hoch, McGee runter. Dauerhaft. Jawohl.
Und das heißt, McGee, ja, wie gesagt, runter. Ja, genau. Also, tschüss, McGee, war schön mit dir. Ich hoffe, du hast noch schönen Spaß in der zweiten Mannschaft. Da haben wir unseren neuen Innenverteidiger mit viel Potenzial. Da freue ich mich drauf. So. Taucht er jetzt hier in der Statistik auf unter den besten? Oder hat er sich noch gar nicht so krass entwickelt diese Saison? Keine Ahnung. Naja, wie auch immer. Da hat sich jetzt auf jeden Fall gerade was getan. So ganz spontan habe ich gar nicht so mit gerechnet. Aber hat er sich verdient. Gut. Dann ist es halt wieder so eine Überlegung wert, ne, dass man den vielleicht, den McGee, dafür dann in der Winterpause schon wieder abgibt. Denn wir haben ja jetzt einige Innenverteidiger, die viel jünger ta und talentierter sind und dicht hinter dem McGee leistungsmäßig. Also da könnten wir wirklich ein paar unserer ehemaligen Leistungsträger abgeben, um halt mehr Potenzial für Entwicklung zu schaffen in der zweiten Mannschaft, ne? Würde ich mir, glaube ich, ganz gerne mal überlegen. Das ist sowieso ein Gedanke, den man sich machen sollte. Weil ich glaube, wir sollten frühzeitig drüber nachdenken, was wir machen wollen. Denn wenn wir die Spieler noch in die erste Mannschaft holen, bevor wir sie verkaufen, dann sind sie mehr wert. Dann kriegen wir mehr Geld für sie. Schauen wir gerade mal. Also den verkaufen wir nicht, der bringt sowieso nicht viel Geld. Hat einen Marktwert von 2800, das ist jetzt nicht so krass. Wird vielleicht auch gar keinen neuen Vertrag mehr unterschreiben bei irgendeinem anderen Verein. Aber wenn wir uns Schüring anschauen, wenn wir uns McGee anschauen, wenn wir uns... Bei Post kann man sich auch mal drüber Gedanken machen, vielleicht. Weil ich sehe jetzt auch nicht, dass er das Potenzial, dass er noch so viel reißt. Na gut, man weiß nie. Und dann Peindinger, der ja eigentlich bei uns für die zweite Mannschaft zuständig ist und halt aktuell nur Vertretung ist für einen Verletzten, ne? Da sollte man sich vielleicht mit ein paar Gedanken machen. Vielleicht mache ich das mal in der Zwischenzeit. Und bereite das Spiel für die Club-WM vor, wo wir dann gegen die Central Coast Mariners aus Australien spielen. Interessant. Jo, genau. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 € pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 € geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.